Ja, ich bin Wolfgang Kremslehner, Kremslehner in der vierten Generation. Und wir starten hier im Salon Makart. Herzlich willkommen im Hotel Regina. Das Hotel Regina wurde als Palais Angerer erbaut, 1877. Und hier oben sehen Sie meinen Urgroßvater, Georg Kremslehner, 1853 geboren. Bis 1930 hat er gelebt. Und da oben ist er sehr repräsentativ. Wenn man dann rechts schaut, da ist ein Foto unter den Arkaden. So hat er wahrscheinlich im Alltag ausgeschaut. Ein bisschen missmutig oder skeptisch. Aber er hat einiges geschaffen, weil er hat die Altpilsenzer Bierhalle 1896 gepachtet, hat die Köchin geheiratet, eine Christine Heim. Beide stammen von kinderreichen Familien. Er aus St. Valentin in Niederösterreich, sie aus Kirchberg an der Raab in der Steiermark. Und sie haben dann eigentlich relativ schnell das Lokal kaufen können, die Altpilsenzer Bierhalle, und haben dann auch 1909 das Gebäude gekauft und ein Familienhotel Georg Kremslehner gemacht. Also das ist eine ganz erstaunliche Karriere eigentlich. Hört sich eigentlich fast wie so eine amerikanische Story an, und das aber mitten in Wien. Ne? Ja, durchaus, durchaus. Weil sie haben ja dann auch 1927 das Grabenhotel und 1930 das Domhotel Royal gekauft. Jetzt das ehemalige Palais, das ist eines der typischen Ringstraßenpalais. Hat das dazugehört? Ja, ist es. Und wir stehen hier im Salon Makart. Wenn man an die Decke schaut, das Deckengemälde ist noch original. Und hier war der Haupteingang. Und dort, wo das Bild hängt, ist es eigentlich durchgegangen zu einer Prunkstiege bis in den zweiten Stock, bis in die Belle Etage hinauf. Also ich führe Sie jetzt weiter. Wir fahren rauf mit einen unserer drei Aufzüge in den fünften Stock und gehen dann in den sechsten Stock und haben dort einen tollen Ausblick. Wunderbar. Hier haben Sie noch die Urgroßmutter. Die ist 90 Jahre alt geworden. Hat den Urgroßvater um 36 Jahre überlebt und hat rührende Tagebücher geschrieben, aus denen ich letztes Jahr vorgelesen habe auch. Und ich glaube, werde ich wieder mal machen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Zeitdokument ist. Ja, ja, ja. Also in der Innenstadt, das Settimocello, Dachrestaurant, gleich am Hotel Royal, gleich neben dem Stephansdom. Und unten das Ristorante Firenze. Und sind die auf bestimmte Speisen ausgerichtet, oder ist das... Eher mediterran, also italienisch, also sind italienische Restaurants und fischlastig auch. Also okay. Ja, das ist das Restaurant Rot, da schauen wir dann auch hin. Hier haben Sie eine Art Hausmuseum, das sind die alten Dachbalken, die alten Dachnägel, die Ziegel mit dem Doppeladler drauf, die Eindeckung mit den Schieferplatten, die sind noch vor der Dachsanierung. Die haben wir 2007, 2008 gemacht und haben wir da ins Dachgeschoss 38 Zimmer reingebaut. Jetzt sieht man dort Hotel Regina. Ich glaube, mit dieser Reklame gibt es auch eine Geschichte. Ne? Ja, die Leuchtschrift, die mussten wir während der ganzen Umbauphase erhalten, sonst hätten wir sie nicht mehr in dieser Größe genehmigt bekommen. Man sieht hier recht schön, oben den alten Dachstuhl, ja, der noch unterteilt war, und die Zimmer leer, also die Fenster da noch schwarz und so. Und wenn man unten schaut, haben wir da weiß verblecht, damit das nicht so auffällt, und die drei Gaupen reinsetzen können. Und in eine dieser Gaupen, da schauen wir jetzt beim Fenster hinaus. Das wirkt direkt, wenn man von schnell hinschaut, wie wenn es im alten Stil noch wäre. Ja, 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 es war sicher bewusst und sehr dezent, so dezent wie möglich gemacht. Mhm. Bitte sehr. Den Ausblick genießen. Ein unverbaubarer Blick auf die Innenstadt. Man sieht vom Stephansdom
über das Hochhaus in der Herrengasse bis hin zur Michaelerkuppel, Minoritenkirche, Universität und natürlich die Votivkirche ganz rechts. Bitteschön. Und was auch schön ist, am Moselplatz ist es relativ ruhig. Ja. Also mit dem Traumausblick aufzuwachen, das ist schon, braucht man nicht wegfahren. Nein, das glaube ich auch. Und ich finde, dass diese Votivkirche ist für mich eine der schönsten Kirchen. Also auch wenn viele das nicht so sagen, aber meiner Meinung nach ist es schon der Fall. Ja. Und dann in Focke war ich heute nicht nur oben am Südturm, sondern auch am Vierungsturm waren wir dann. In einem normalen Geschoss und da haben die Gäste, die da gewohnt haben, diese Zeichnungen gemacht und das ist noch genau dieser Ausblick da zum Palais Effossi hin. Da ist natürlich die Sonne ein. Ist klar. Ja, auch ein extrem helles Zimmer. Ja, ja, das ist schön, die Eckzimmer sind sehr schön auch. Und teilweise auch sehr alte Möbelstücke, weil wenn ich mir den Schreibtisch ansehe, der hat schon einiges. Auch die Sessel, das sind schon Antiquitäten. Also. Und die werden wieder saniert, oder? Ja, ja, wir haben eigenen Tischler. Haben wir eine Vitrine mit altem Hotelsilber? Ja, das ist die Silbervitrine. Da sieht man eben alle Kandeln und dann unten auch einen Bierwärmer. Da hat man heißes Wasser eingefüllt und dem Gast eben mitserviert und er konnte es reinstecken, wenn das Bier zu kalt war. Und die Krügel, wenn man trinkt, steht unten Hotel Regina. Fantastisch. Ja. Also das Silberputzen möchte ich aber nicht, weil das ist eine Heidenarbeit. Ne? War ein eigener Job, das sehen wir dann unten später noch. Auf. Okay. Dieser Adler, der hat den Dachfirst geziert, der Großvater runtergenommen, bevor er abgestürzt ist. Dann haben wir so alte Fremdenbücher, da habe ich eines auch, da habe ich den Richard Tauber gefunden. Oh. 1920, ja. Und dann eben Arbeiterverzeichnisse auch, und das ist ein Küchenxylophon, da wurde annonciert, wenn was fertig war in der Küche. Ja, und das ist eine Stuckleiste, da schauen wir jetzt in die Bösendorfer Suite und da sind die noch am Plafond. Die. Das ist Gips. Gips, Stuckleiste. Ja, ja, genau. Ja. Da haben wir die noch, original noch, wenn sie auf der Decke. Da ist die Familie im Jahr 1905, da war mein Großvater rechts außen, gerade 4 Jahre alt. Dann sieht man links ist der Georg der Zweite, dann ist der Fritz, die Christine war die Älteste und Seffi war die Jüngste. Gut, ja, dann schauen wir in die Bösendorfer Suite. Ja. Hier wohnt ein Bösendorfer aus dem Jahr 1902 und den schauen wir uns jetzt gleich an und da gibt es auch eine schöne Überraschung für Sie. Gut. Reinspaziert. Hallo. So, wir haben eine Überraschung eben. Jetzt, wir haben heute unseren ersten Liederabend. Habe ich mit meinem Schulfreund Peter Tomek organisiert. Hallo Peter. Hallo. Servus. Servus. Und ja, der hat mir ganz tolle Künstler mitgebracht. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus dem komischen Opern, aus dem Studio der komischen Oper. Okay. Aus Berlin, ja. Mhm. Import. Aber eigentlich ein waschechter Ungar. Ja. Ja. Genau. Oder eine waschechte Engländerin, die aber auch in Wien studiert hat. Eigentlich sind wir alle, im Herzen sind wir alle Wiener. Alles klar, super. Ja. Und die liefern uns jetzt gleich eine Kostprobe? Ja. Ja. Ohne einsingen.
Ganz so frisch. Oder ja, wolltest du ein bisschen einsingen? Ich brauche keine einsingen. Brauchst keine einsingen? Georgine? Ja. Sollen wir was, sollen wir vielleicht Lippenschweigen machen? Ja. Ja, gerne. Ja. Da habe ich noch, schaut, da habe ich von Leha eine Widmung an meinen Großvater, dem lieben Herrn Rudolf Krems-Lehner, allerherzlichst gewidmet, Bad Ischl, 1944. Hat ein Lebensmittel zukommen lassen. Cool. Ein Autogramm. Ja, ja. Ich hab dich ja so lieb. Ich hab
Gästebuch, wo ich alle Events dokumentiere oder Gäste, die da waren. Der Michael Dorfersohn hat ja die Edda inszeniert am Burgtheater. Ist ein Freund von uns und hat in der Nähe gewohnt. Oder der Daniel Behle war da. Eine Geigerin. Eine Ingeborg Bachmann, Lesewettbewerb-Teilnehmerin. Da war ich auch am Dach oben. Dann haben wir da auch ein Konzert aufgenommen in der Bösendorfer Suite schon. Buchpräsentationen hatten wir. Die Comedian Singers, wo sie auch schon da waren. Auf Besuch bei Peter Altenberg waren wir im Grabenhotel. Zweimal, das war sehr nett auch. In der Dinnerlesung Alles Geld der Welt. Das ist unten im Salon Alt-Wien, werden Sie sehen, das ist sehr schön. Okay. Da haben wir einen anderen Wirt da, der Andi Frey aus Maria Tafel. Noch einmal Peter Altenberg, ja, und noch eine Dinnerlesung Morphium Mokka Mördergeschichten. Das war auch sehr nett. Und das war auch da herum? Ja, nein, das war unten im Salon erschienen. Und jetzt haben wir den Liederabend heute, auf den ich mich schon sehr freue. Ja, die Stimmen sind fantastisch, die Melodien herrlich, also es kann nur ein toller Abend werden. Genau. Da, hier sind wir im Business Center, da habe ich meinen Großvater, Urgroßvater und alle unsere Ehrengäste, alle berühmten Gäste. Oh, das sind schon einige. Ja, ja. Von der Andreas Salome angefangen über den Peter Doolittle, Tim Curry, Anna Freud, Peter Holl, Johannes Hesters, Christiane Hörbiger, Rödlitschka kann ich mich noch gut erinnern. Hat eine schöne Gästebucheintragung, macht das große Kirschenknödel, Marienknödel essen. Und der Leha auch, ja. Der Marcel Bravi hat bei uns Kiss mit Kate geprobt. Ist er mit Plastiksackern gekommen? Wahrscheinlich, ja, ja. Da schauen wir dann in den Souterrain, wo er gedreht hat. Ja. Stefan Zweig sieht er. Genau. Stefan Zweig, haben wir auch ein Stefan Zweig Zimmer. Ich muss schauen, ob wir rein können, aber wahrscheinlich ist es besetzt. Da haben wir rechts, das ist der Meldezettel von Stefan Zweig aus 1936. Da hat er vom 20. Dezember bis 30. Dezember bei uns gewohnt, also wirklich Weihnachten bei uns verbracht, weil er keine Wohnung mehr in Wien hatte. Und er hat auch auf Hotel Regina Briefpapier diese Autografensammlung gemacht. Ja, jetzt gehen wir die Hauptstiege hinunter. Ja. Hier in dieser Vitrine haben wir viele historische Sachen, der Trauschein und die Betriebsgenehmigung, sozusagen die Geburtsurkunde der Kremsener Hotels. Aus 1896 haben sie geheiratet eben und den Betrieb gepachtet. Dann sieht man da weiter den Kaufvertrag, wie er das Palais Angerer gekauft hat, 1909. Und da sind Speisekarten vom Anschluss. 13.03.38 war es Dollfußplatz und die Abendkarte vom 14. ist dann oben durchgestrichen, hat wer Adolf Hitler Platz hingeschrieben. War es aber nie, es war der Hermann-Göring-Platz. Okay. Ja. Diese Menükarten da oben sind von dem ersten Enkel, da sieht man den Urgroßvater mit dem ersten Enkel und auf diesen Karten gibt es die Torte aller Erstgeborenen. Hat die Großtante Christel, sieht man da oben über das Kind gebeugt. So kenne ich sie noch als alte Dame, hat alles selbst gezeichnet. Das ist noch eine Originalspeisekarte, die wurde auch prämiert bei der Weltausstellung. Da sieht man da die Prämierung. Das kann man anmieten für Seminare, Konferenzen, aber auch Feierlichkeiten, Hochzeiten. Mhm. Eine Schulfreundin von mir hat hier zweimal geheiratet. Mhm. Zweimal? Ja, zweimal. Und wir haben da auch ein schönes Kaiserbild. Das ist ein Porträt aus 1911 von Michalek. Und wenn man von rechts nach links geht oder umgekehrt, wandert sein rechter Fuß und der Blick und auch ein bisschen der Kopf mit.
Auch da ist wieder zum Anmieten für Seminare. Ja, ist jetzt hergerichtet für ein Seminar eben mit Beamer und Leinwand. Es ist oft so, dass wir da beides richten, weil wenn das Wetter kippt oder wenn es draußen zu heiß ist, dann gehen die Leute auch teilweise rein. Aber wenn man da draußen sitzt, hat man halt nur historische Gebäude und Grün. Absolut. Schon fantastisch. Da waren wir eh bei den Chameleon Singers. Genau. Wir haben letztes Jahr den Dr. Wolfgang Schüssel gehabt, was Mut macht. Da haben wir dann da auch aufgemacht. Und das war da bei den Five Rooms, haben wir letztes Jahr auch immer dann und haben wir die Schauspieler defilieren lassen noch zum Schluss. Das war auch sehr nett, ja. Ja, gehen wir wieder rein. Ja. Das war ursprünglich fürs Domhotel Royal oder fürs Hotel Royal, das neue erbaute Hotel Royal 1960, war in einem extra Zimmer im ersten Stock, der war fensterlos, der Raum, und war hinter so einem Schmähfenster und wurde beleuchtet und man hatte den Eindruck, das war okay. Ja. Naja, nicht schlecht. Zu helfen muss man sich wissen. Ja. Ja, wir haben den Kopf des Baumeisters Obendorfer. Der Architekt war der Emil Ritter von Förster. Und der, drei Baumeister waren drauf. Einer rechts, einer in der Mitte und einer links. Und links, das war der Herr Karl Obendorfer. Okay. Da hat mir seine Enkelin hat mich angerufen, schon fast im Sterben liegend, und gesagt, holen Sie den Kopf meines Großvaters, der gehört ins Hotel Regina. Weil wir... Sie klein war, als kleines Mädchen ist er mit ihr spazieren gegangen und hat dann gezeigt, schau da oben, das ist mein Kopf, dieser Schlussstein. Und das war die Gipsbüste dazu. Alles klar. Da sieht man ja das nicht einmal nur das Hotel. Ne? Richtig, ja, das sieht man 1877, die Votivkirche ist fertig und da beim Hotel Regina oder Palais Angerer steht noch das Gerüst. Hier sitzt ein Herold, das ist ein Originalkostüm von König Ottokars Glück und Ende aus dem Burgtheater 1887. Und den haben wir da eingemauert oder eingesperrt. Zeit zu Zeit muss man abstauben. Also ein Hotel, das sogar einen eigenen Kerker hat. Ja, ja, genau. Spiegelsaal, weil rechts eine Spiegelfront ist. Das heißt, all diese Räume, was wir jetzt gesehen haben, kann man anmieten für Veranstaltungen, genau, Seminare, wie auch immer. Ja. Hier in den Kellerräumlichkeiten sind praktisch die weitläufigsten. Da haben wir den Spiegelsaal, den Salon Elisabeth. Da haben wir diesen Festzug zur Feier der silbernen Hochzeit von Sissi und Franz. Und das sind alle Prunkzüge, alle Zünfte, alle Vereinigungen, das sind da die ganze Wand entlang. Gut abgestaubt, weil da sieht man den schief hängenden Bildern. Und ja, dann schauen wir in den Ferstelsaal. Das heißt, der Teil herum könnte man wunderbar für einen Ball verwenden. Ja, ist ein bisschen klein, ist für einen Ball, klein, aber ja. Es geht, ja. Aber es war hier das Offizierscasino nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Und es war, wir hatten auch den Club der einsamen Herzen hier. Und genau, das kann mich erinnern, dass das einmal da war. Ja, wirklich. Ja, ja. Und da hinten haben wir eine schöne Möglichkeit, dass wir den Vorhang zuziehen und so wie eine Art Bühne machen auch. Ne? Okay, ja. Das ist die Deckenkonstruktion ist noch aus 1913, wo es der Urgroßvater ausbauen hat lassen. Den Keller. Da ist auch ein Originalteil von der Votivkirche. Ich hoffe, die brauchen das nicht. Nein, das ist da, sieht man, wie das korrodiert ist und die Gefahr ist, dass das runterbricht und wird das mit Draht abgefangen und irgendwann einmal komplett ausgetauscht. Das ist Stein. Das ist Stein, Sandstein, ja. Leiterkalk. Und hier haben wir diesen Schlussstein, Architekt Cäsar Popowitz, Fazit 1913. Fluchtweg auch, da haben wir umgebaut auf theatermäßig und mit Kamera, sodass das
den Vorschriften entspricht. Das eignet sich sehr gut eben für. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann kommen wir in den Salon Kremslehner. Da ist jetzt auch das Frühstücksbuffet aufgebaut. Zum Glück wieder im Betrieb. Mhm. Da haben wir zum 60. Geburtstagsfeste vom Urgroßvater, 1913 war das, sieht man das Gründer-Ehepaar in der Mitte und alle Mitarbeiter rundherum, vom Geschäftsführer, Zimmermädchen, Hoteldirektor bis hin Silberputzer, Hoteltischler, Reiberin, Hotelreiberin. Was ist das? Die reibt den Fußboden. Okay. Ja? Kennt man gar nicht mehr den Ausdruck. Ja, das ist Liftier. Ne? Liftier, ja, genau. 60er von Dr. Peter Kremslehner. Mhm. Da ist meine Großmutter noch drauf, die Frau Dr. Helga Höndinger. Mhm. Und die Renate Kraus, meine Chefbuchhalterin, die nach der Matura, nach der Hackmatura eingetreten ist und nächstes Jahr in Pension geht. Boah. Bei uns, ja. Genauso auch die Frau Mladenovic ist auch bei uns in Pension gegangen. Der Demel Hansi, der Felix Beiritsch auch. Der Franz Wittmann, der das Tortenrezept Kaiser Franz Josefs Torte eingeführt hat bei uns. Zum 90-Jahr-Jubiläum hat man seine Nachfolgerin, die er eingeschult hat, die auch schon 23 Jahre bei uns ist, hat man gesagt, das war zur 90-Jahr-Feier, hat er die Torte eingeführt. Und auch der Khalil und die Janina, die sind auch bei uns in Pension gegangen. Also das ist... Ja, er spricht fürs Betriebsklima, ja, würde ich mal sagen. Ja. Und dann haben wir noch zum 80er von Dr. Peter Kremslehner, haben wir diese Fotomontage gemacht mit allen Mitarbeitern. Den Rahmen da haben wir oben gesehen im Business Center. Ja. Bin ich durchs Haus und habe gedacht, ich suche einen passenden Rahmen und habe den dem Fotografen geschickt und er hat das eingepasst. Dann haben wir noch den Salon Alt-Wien. Der Salon Alt-Wien hat sich jetzt sehr bewährt. Wir haben ja da einen Spaziergang durch Alt-Wien. Yeah. Ja. Und da die Dinnerlesungen, die sind sensationell. Also das da passt so. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Krimi-Dinnerlesungen von Gerhard Lolbesberger, das passt so gut rein. Und auch wir haben gerade den Verdrüßlichen von der Eva Holzmeier. Mhm. Also das war alles so. Und da ist auch praktisch dann das Frühstück, wird auch da eingebaut. Da ist Frühstück auch, ja, genau. Ja. Schaut ein bisschen klar giebelmäßig aus, der. Ja, das war ein Modezeichner, das war der Franz Pizza, der das gezeichnet hat. Und diese Veduten da, diese Wiener Ansichten, sind von Professor Otto Zeiler. Okay. Da sieht man noch das alte Burgtheater, das da am Michaelerplatz gestanden ist. Ja, genau. Ja. Das ist irgendwo die Pastei. Die Mölkerpastei, ja, genau. Das ist ein beliebtes Filmset auch. Ja. Also das schaut eigentlich noch unverändert aus. Braucht man nicht viel machen. Das ist stimmt, ja, absolut. Ja. Und hier sind wir jetzt im Restaurant Rot. Das war früher die Altbisnitzer Bierhalle. Das war der Ursprung. Kann das war der Ursprung, ja, genau. Gibt es in den Tagebüchern der Urgroßmutter auch noch Aufzeichnungen, also das war ein altes Schankverrechnungsbuch, wie viel Bier die verkauft haben damals. Das wird schon einiges gewesen. Ja, das war schon einiges. Und dann, das hat mir der Oliver Schopf letztes Jahr gezeichnet. Mhm. Als sich der Bundespräsident verplaudert hat. Und er hat das umgemünzt und er hat das anonymisiert. Aber die Eingeweihten wissen, wer es ist, und die Eingeweihten wissen auch, wer das ist. So kennen wir. Und da haben wir jetzt eben angekündigt auf das Kinderwoche. Alles klar, ja. Nächste Woche, nächsten Mittwoch. Und da ist mittags und Mittags und abends und durchgehend eigentlich. Durchgehend, ja. Ja.
eigentlich vom Frühstück weg, weil wir auch Frühstück haben, Buffet-Frühstück, gerne auch für auswärtige Gäste. Vom Kaffee bis zum Abendessen an. Genau, ja. Da haben wir jetzt alte Ansichtskarten, okay, wo man sieht, was für Riesenplachen das waren und da alle im Frack aufgereiht. Und dann da, wie es sitzt, und diese, das waren so Korrespondenzkarten. Da, damals hat es ja noch keine SMS gegeben oder genau, WhatsApp. Ja, ja. Da, dafür wurde die Post dreimal am Tag zugestellt. Also das ist jetzt eine Bierhalle, da Eröffnung 20. April 1889. 21. April. Deutsches Volksblatt, ist auch witzig, ne? Ja, schon. Ja. Und da, das ist das Originalglas, wenn man drüber fährt, da sieht man, dass das erhaben ist, als diese Bierhalle. Das war praktisch beim Eingang, nehme ich mal an. Das war beim Eingang, ja. Und hier haben wir noch eine kleine Vitrine mit unserem Haussekt von der Firma Katus, der Hotel Regina Buch, der Kaiser Franz Josefs Torte und Ischler Marmeladen. Und Settimo haben wir auch vom Settimo Cello ein Kochbuch gemacht. Also gibt es viele Sachen auch so da, was auch ganz gut geht, in der Knirps oder der Kofferträger oder Charger. Das ist eine Kofferwaage, ist das. Ah, ja, alles klar. Und die Torte ist, kann man sagen, so eher Schokotorte? Oder? Es ist eine Schokoladenusstorte mit Marzipankern und Erdpflaumen und Curaçao, also sehr saftig. Sehr, ja, exquisit schon. Ja, 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 das ist ein sehr gutes Rezept. Haben wir in verschiedenen Größen, vom Taler bis mittlere, bis zu einer Portionentorte. Und die ist hier im Hause erfunden? Die ist von Franz Wittmann erfunden worden und ist auch gerne verwendet als Geschenk in der Holzbox. Kann man die Box dann nachnutzen auch. Es muss nicht immer Sacher dort sein. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Da haben wir ein riesen Zelt vom Hotel aufgebaut. Jede Menge Prominenz auch. Und war ein tolles Fest. Kann man gut vorstellen, ja. Da sieht man auch den Pfarrer. Okay. Mittlerweile ist er weiß, aber ist noch immer da. Schon über 70 Jahre. Ja. Und da sieht man auch Frau Magister Vera, meinen Bruder Franz, meine Großmutter, Dr. Peter Gamsen und mich. Das waren die damals mitarbeitenden Familienmitglieder. Die fünfte Generation ist das jetzt, ne? Wir sind vierte. Vierte Generation. Fünfte gibt es schon. Ich schon. Ja, mit meinem jungen Sohn habe ich ausgemacht, wenn er dann, wenn ich 65 bin, ist Zeit, dass er heimkehrt. Der ist jetzt bei McKinsey und schreibt gerade Doktorarbeit auch und arbeitet dann noch ein paar Jahre dort und dann wird er zurückkehren und dann machen wir ein paar Jahre Übergabe und dann werde ich wahrscheinlich weiter so Kulturevents machen. Das ist. Und das, die Tagesarbeit darf er machen. Ne? Man konzentriert sich dann auf die angenehmen Defense. Ja, genau. Jetzt lade ich Sie noch gerne ein zu einem kleinen Getränk in unserem Schanigarten. Und wir sagen recht herzlich Dank für diese wunderbare Führung. Ja, gerne. Und wer Interesse hat an einer der Veranstaltungen, kann gerne auf die Webseite schauen, nehme ich einmal an. Ja, ja, und einfach mir schreiben. Genau. E-Mail. TV 21 Austria. Einfach anders.